Heute für euch 10 Männer, die tatsächlich existieren. Los geht's! Nummer 10. Gary Turner ist in der Lage, die Haut seines Magens bis auf eine Länge von 15,8 cm zu dehnen. Aufgrund einer seltenen Erkrankung namens Ehlers-Danlos-Syndrom wurde das Bindegewebe durch eine Störung beeinflusst. Durch diesen Zustand wird die Haut nicht mehr gestrafft, sondern ist sehr elastisch und kann beliebig von links nach rechts verschoben werden. Im schlimmsten Fall kann diese Krankheit einen fatalen Zusammenbruch oder das Zerplatzen von Blutgefäßen verursachen. Und die Nummer 9. Er gilt als dreckigster Mann der Welt. Doch unter der Schmutzschicht auf Amohajis Haut verbirgt sich eine bemerkenswerte Geschichte. Er glaubt, dass Sauberkeit ihn krank mache, weshalb er sich seit über 60 Jahren nicht mehr gewaschen hat. Die Welt war nicht gut zu ihm, also entschloss er sich zu einem Leben in Isolation. Und die Nummer 8. Chandra Bahadur Dangi war der kleinste Mensch der Welt. Laut offiziellen Angaben des Guinness-Buchs der Rekorde war er gerade einmal 54,6 cm groß. Erst im Alter von 72 Jahren wurde er am 26. Februar 2012 vom Buch der Rekorde als kleinster Mann anerkannt. Und die Nummer 7. Noch vor wenigen Jahren brachte Patrick Duell aus dem amerikanischen Bundesstaat Nebraska 486 Kilogramm auf die Waage. Die Mediziner hatten ihn daraufhin auf eine Diät mit 1200 Kilokalorien pro Tag gesetzt. Der ehemalige Restaurantmanager wog schon im Kindergartenalter 40 Kilogramm und bekam sein Gewicht unter anderem durch Berge von Pizzen und Burritos. Zuerst hatte Duell es abgelehnt, sich den Kameras auszusetzen. Nun nutzt er die Medienaufmerksamkeit, die er seit seinem Klinikaufenthalt erhält, um über Fettleibigkeit aufzuklären. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 6. Mit seinen angeblich 2,57 Meter galt Statnik mal als größter Mensch der Welt. Da sich der ukrainische Riese von den Guinness-Experten nicht messen lassen wollte, gilt seit 2011 der Türke Sultan Kösen mit 2,51 Meter offiziell als der größte Mensch. Und die Nummer 5. 2008 machte Carrison Schlagzeilen, nachdem sich bei ihm eine sogenannte Argyrie entwickelt hatte. Das ist eine dauerhafte Blaufärbung der Haut, verursacht durch die Einnahme von übermäßig viel Silbersalzen und Proteinen. Carrison hatte sich seine Silbermixtur zu Hause selbst hergestellt. Mit Salzen und einem Elektrolyseverfahren hatte er eine Lösung mit großen Silberpartikeln erzeugt. Und diese höchst riskante Mischung hatte sich in seinem Körper angesammelt und zu der Blauverfärbung geführt. Tatsächlich ist Carrison einer der wenigen bestätigten Fälle von Argyrie in den USA. Und die Nummer 4. Der deutsche Rolf Buchholz ist der meistgepierste Mann der Welt. So steht es im Guinness-Buch der Rekorde. 453 Metallteile hat der Dortmunder am Körper. Knapp 170 Ringe und Stäbe trägt er nach eigenen Angaben in seinem Gesicht. Alleine 94 davon an der Lippe. Im Genitalbereich sind es noch einmal 270. Zudem trägt Buchholz mehrere Implantate, darunter zwei Hörner auf der Stirn. Er hat eine gespaltene Zunge und ist komplett tätowiert. Und da sind wir auch schon bei der Top 3. Der Chinese, dessen Körper wegen eines Gendefekts zu 96% mit Haaren bedeckt ist, gilt als einer der haarigsten Männer der Welt. Durchschnittlich wachsen 41 Haare auf einem Quadratzentimeter seines Körpers. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde ist Zhu, der in den chinesischen Medien als King Kong bezeichnet wird, der am zweitstärksten behaarte Mensch der Welt. Und die Nummer 2. Brian Shaw ist einer der stärksten Männer der Welt und immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Er konnte in den vergangenen Jahren viele Rekorde aufstellen. Das Schwergewicht aus Colorado gilt als haushoher Favorit. Neben ihm gibt es auch weltweit große Konkurrenz. Daher muss er täglich mit hartem Training und vor allem einer krassen Ernährung versuchen, seine Form zu behalten. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Der Indonesier Deddy Koswara ist ein Mensch, der sich langsam in einen Baum verwandelt. Alles begann, als Deddy noch ein Kind war. Einmal, als er 10 Jahre alt war, fiel er unglücklich im Wald hin, sodass seine Knie stark zerkratzt wurden. Niemand beachtete das besonders. Und als sie sich zu schließen begannen, bildeten sich an den Stellen Warzen. Die örtlichen Heiler waren nicht imstande, mit der sonderbaren Erkrankung fertig zu werden. Die besten Ärzte des Landes eilten ihm zu Hilfe. Es wurden höchst zeitraubende und mühselige, dazu noch recht gefährliche Operationen durchgeführt. Die baumartigen
Einige Auswüchse von Dedes Körper wurden mit Hilfe eines Lasers abgeschnitten. Sie wogen insgesamt 5 Kilogramm. Nun müssen jedes Jahr mehrere Operationen durchgeführt werden, um das Wachstum etwas einzugrenzen. Jetzt könnt ihr euch noch 10 Frauen, die so wirklich existieren, anschauen. Auch ein sehr interessantes Video. Einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen.